Ja, das war doch mal ein Satz mit X, liebe Freunde. Wir versuchen es gleich nochmal. Aber mit verbessertem mit verbessertem Kugelschaden. So. Da dürfte dann nichts mehr schief gehen. Und ich crafte mir noch ein bisschen Munition für das Auto. Und dann geht das doch. Das wird funktionieren. Ganz, ganz bestimmt. Man braucht Stahlträger für die Munition. Na. So. Kugelschaden ist fast erforscht. Fast. Wie weit bist du da gerade? Bist du gerade, du bist ziemlich dicht an den Würmern, oder? Ich mach gerade das nächste Nest kaputt. Ich lagere mal mein ganzes wichtiges Zeug in der Kiste, nur um sicher zu gehen. Okay, wir brauchen den verbesserten Kugelschaden. Gott, ich brauche Holz, wie primitiv. So. Also die Kisten neben dem Forschungslabor, das sind meine. Feuerrate brauchen wir auch. Hast du schon ein Nest komplett zerstört? Ich habe zwei von denen schon zerstört. Auch die Die ganze. Würmer machen mir Probleme. Hast du auch die ganze Basis zerstört? Nochmal, die Würmer machen mir Probleme. Es sind noch zwei oder eins da. Kriegt man hin. Wenn ich mit dem Auto erstmal durchrase. Du darfst nicht rasen. Wie schnell soll ich denn fahren? Du fährst so, dass du in Bewegung bist, aber nicht, dass du so schnell bist, dass du keine Kontrolle mehr hast über Aber das dann Schießen. werden ja die Würmer mich treffen. Die Würmer machen dir fast keinen Schaden. Also, beziehungsweise die Aliens selber machen dir keinen Schaden, die Würmer schon. Aber es geht ja darum, dass du die Würmer triffst. Aber dann müssen wir sowieso erst jetzt mal warten, bis wir Okay. den Schaden haben. Ich habe mein Inventar erstmal geleert. Ich speichere nochmal das Backup. Nur zur Sicherheit. Und wie viel erforschen wir noch? Erforschen wir noch einen Kugelschaden mehr oder? Ich würde schon sagen, dass wir noch einen Kugelschaden erforschen. Gut, haben wir denn überhaupt noch? Kugelschaden 1, Kugelschaden 2. Genau. Tja, ich bin halt schnell. Ja, und die werden jetzt wieder die anderen, die grünen und roten brauchen. Okay. Unser Forschungslabor ist ziemlich schnell, das ist gut. Obwohl es könnte auch schneller gehen, aber naja, es ist erstmal zufriedenstellend. Wir haben genug Labore. Ich will nicht hören von irgendwie, wir müssen das ausbauen. Wir müssen das ausbauen. Nein, müssen wir nicht. Es gibt nämlich da noch Forschungen, wo wir einen Boni kriegen drauf. Aha. Und zwar von 20% pro Ausbau. Sind die Rüstungen eigentlich stapelbar? Ja, ne, ja. Nein. Aber man kann mehrere anziehen, oder? Nein. Das sage ich Ich gerade. habe aber zwei in dem Slot. Also ich habe zwei an. Okay, das wird wahrscheinlich dann heißen, zwei Ladungen. Ja, falls die erste kaputt geht, gleich die zweite, oder wie? Ja. Ach so. Ja, meine ich ja so. Genau so meine ich das, ja. Mach mal noch eine schwere Wir Rüstung. fallen mit mir, jeder Sekunde fallen mir mehr Details auf, die sie überarbeitet haben. Weil zum Beispiel schauen die elektrischen Erzfeuerwehr jetzt anders aus. Echt? Ja, so ein bisschen. Was ich noch sagen wollte. Was soll ich denn noch sagen? Wäre das nicht. Ach nö, jetzt fällt es mir erst auf. Ich kann mir vorstellen, dass es voll genial wäre, wenn man zum Alien-Nest fährt, da einfach einen Geschützturm hinballert und den dann einfach die Arbeit machen lässt. Der Geschützturm hält nicht viel aus. Oh. Also nicht genug, dass er die Würmer fertig macht. Naja, ich habe hier erstmal einen hingesetzt für uns zum Verteidigen. Ach, die brauchen ja auch Munition. Oh. Ja, eh, was hast du denn geglaubt? Ja, dass die einfach so
Mit Luft schießen. Okay. Gut, Kugelschaden 2 ist fast erforscht. Ah, es geht bis Kugelschaden 7. What the fuck? Für Weltraumforschung? Wird erhalten durch den Start eines Satelliten noch. Juhu, Kugelschaden 2. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, die Kugelfeuerer zu zwei kann man noch dazu nehmen. Ja. Kampfroboter, krass. Kugelfeuerrate 2. Ja. Das geht auch bis zu 6, auch krass. Ja, aber du schau mal an, welche Wissenschaftspakete das dann braucht. Ja, bestimmt wieder Weltraum, oder? Nee, Weltraum nicht. Flammenwerfer. Schön. Wo sind denn die Panzer? Weil so ein Panzer würde ich mir ja auch gönnen, ne? Der Panzer, dafür brauchen wir noch ein bisschen. Stimmt, da brauchen wir noch die blauen. Da brauchen wir noch fortgeschrittene Und Elektrotechnik, ja, dann stimmt. Lasertechnik, dann Militär 3 und dann den Panzer selber. Und für Panzer selber brauchen wir Wissenschaftspaket 3 und das Militärwissenschaftspaket. Tja, doof. Ja, wenn wir ein bisschen zum Forschen. Das ist blöd. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die fortgeschrittene E-Technik. Und dann die Lasertechnik. Und dann könnte man sich ja mal einen Kopf machen, wie wir die dritten Wissenschaftspakete vielleicht mal irgendwie. Aufbaut, Ja. dass wir sie auch mal. Dass man sich da mal Gedanken macht. So. Eine extrem leichte Lösung zum Beispiel wäre es ja, wenn wir sagen, okay, gut, wir bauen irgendwo eine Station auf für das Eisenbahnsystem und dort wird halt das Ganze produziert und dann hierher verschifft und dann wird das halt auf einem, also auf den beiden Fließbändern hertransportiert. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe da so ein geistiges Bild im Kopf. Das sieht gut aus. So, das Auto hat jetzt 57 Magazine. Ist das viel? Reicht das aus? Das reicht aus. Okay. Gut, jetzt wird's ernst. Dann mache ich noch mal das Backup. Und Warte aber noch kurz. ja. Yep. Hast du überhaupt noch Benzin? Das Auto hat das doch genug Benzin? Ja, hat es. Kohle, nicht Benzin. Wie gesagt, es hilft nichts, gar nichts, wenn du schnell dran vorbeifährst. Ja, ich muss überhaupt erstmal mich reinfuchsen und mich orientieren. Du hast ja mehr Übung, wie schnell die Würmer schießen und wie schnell die Projektile fließen, Stopp. und das alles. Na, also, da muss ich ja erstmal gucken. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Munition übrig. 12 Stück. Zack. So. Also, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie schnell die Projektile der Würmer fliegen. Also weiß ich auch nicht, wie schnell ich fahren muss. Da muss ich mich erstmal rantesten. Deswegen auch Du, die das. treffen dich. Das sind so Homing quasi. Das heißt, man kann so schnell fahren, wie er möchte, aber man wird eh getroffen. Ja, Und das Auto geht deswegen eh sage ich kaputt. ja. Und das Auto geht dann sowieso kaputt. Ja. Also kann man gar nichts dagegen machen, dass das Auto kaputt geht. Doch, du musst halt draufhalten. Okay, meine Legs sind wieder stärker, du musst das übernehmen. Okay. Die Los. Reichweite vom.
musst doch drauf schießen. Ich schieß doch drauf, es hat doch Schaden genommen. Lass Ach so, mich. ach Gott. Ich hab wieder die. Na! Ich hab die falsche Waffe gehabt. Ich fahre wieder zurück, das Auto ist fast broken. Ja, Das passt. Auto gibt's, das Auto lebt und lebt noch, aber es ist halt leider nur ein bisschen. Ja, es passt schon. Wir brauchen jetzt nicht neu starten, deswegen. Nö, nö. Also das Auto ist ja noch heil. Es muss nur repariert werden. It's just a bit broken. Und das Reparaturkit kann ich ja schnell craften. Regenerieren sich die Würmer auch wieder? Die Würmer? Sag, Ja. sag. Oh, ist ja richtig scheiße. Wie soll man das denn dann machen? Sie regenerieren sich hier nicht so schnell. Wenn das Auto nur so wenig Leben hat, dann kann man doch kaum Schaden machen. Oder? Doch, man braucht halt Übung. Ja, aber guck mal. Stehen bleiben kann ich nicht. Stehen bleiben kann ich maximal 5 Sekunden. Das bringt vom Schaden her auch nichts bei den Würmern. Das Vorbeifahren, da habe ich wenigstens noch die Chance, wegzukommen und, na, du weißt schon, mein Auto zu reparieren. Das heißt, das, was ich mache, ist eigentlich die richtige Lösung. Nein. Es Bitte, mach du, bitte, steig ein, steig ein. mache ich dann gleich, sobald ich mich wieder vorbereitet habe. Ich möchte sehen, wie du es machst. Wenn du stehen bleibst und das Auto geht kaputt, dann lache ich. Oder gibt Du es, darfst. oder ist die Reichweite vom Auto größer als die Reichweite der Würmer? Nein. Ja, also, wie gesagt, entweder man bleibt stehen und schießt drauf und dann geht das Auto eben kaputt. Oder man fährt vorbei, schießt im Vorbeifahren, repariert das Auto und fährt nochmal vorbei. Das würde ich fast sagen, wäre die bessere Variante. Warte kurz. Wie kann ich eigentlich die Waffen wechseln? Mit Switch, also wie heißt das? Nicht Shift. Umschalt-Taste. Mit Tab ist es bei mir. Ja, Tab. Okay. Mir fallen manchmal die Begriffe nicht ein, die richtigen. No problem. Ich hoffe, die dummen Aliens können nicht durch die Bäume durch. Doch, können sie. Können die Würmer durch die Bäume schießen? Na, also was? Ne, wir reden von zwei verschiedenen Sachen. Können die Würmer durch Bäume schießen? Ja. Also sie schießen gegen Bäume, aber das Problem ist, du kannst sie nicht durch die Bäume durchfahren mit dem Auto. So, kommst du mit? Ich bin schon Also du bist unten. schon unten. Ja, ich habe das Nest ein bisschen unter Beschuss genommen. Ach, das wird ein Chaos enden, ich sag's dir. Fühlst du Eigentlich dich ein. confident? Ja, eigentlich schon. Das Problem ist nur die Lags. Weil meine Dings, die Steuerung ist recht schwammig. Durch die Lags. Ach, du fährst ja doch vorbei, genau wie ich. Ja, aber nicht so schnell. Und das Auto ist auch fast kaputt. Soll ich habe Reparaturkits. Soll ich vorbeikommen? Ich repariere es schnell für dich. Warte. So, den Weg durch den Baum, durch den Wald Die schließen. rennen dir nach. Ja, ich sehe schon. Alles gut. So, Achtung, ich repariere. Also, Fazit ist für mich. Können wir Granaten so weit werfen? Ja. Die Frage ist, ob die Granaten so viel Schaden machen. Man muss es probieren, oder? Ich würde sagen, wir craften ein paar Granaten und kommen dann nochmal wieder. Was ich sagen würde langsam mal ist, dass wir darauf hinarbeiten, unsere Sachen einzupferchen. Im Sinne von, wir bauen Mauern. Ja, das würde ich auch sagen. Also Verteidigung und Angriff verbessern.